Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wie im vorherigen Video schon angedeutet, habe ich hier jetzt den Composition Route für Übung 11 Aufgabe 2 etwas angepasst, sodass wir eben das Programm jetzt so aussieht. Die Main-Funktion, hier war ja vorher der gesamte Composition Route drin, vor allen Dingen für die Liste von Artikeln. Und genau das habe ich jetzt eben hier in dieser Erstelle-Programm-Methode ausgelagert. Und hier erzeuge ich jetzt, wie gehabt, die Liste von Artikeln und rufe dann jeweils die Add-Funktion auf. Und hier oben sieht man noch die alten Artikel, die man schon aus den vorherigen Punkten dieser Übung gekannt hat. Das heißt, hier füge ich eben die plus 5 Geschicklichkeitsweste hinzu, ist eben hier vom Typ Standard. Und wie gehabt, gebe ich hier eben die Qualität, die Haltbarkeit und so weiter an. Was eben wichtig ist, dass ich hier jetzt in den Konstruktor dieser jeweiligen Artikel eben die Strategie mit reingebe. Das habe ich jetzt hier im Composition Route über eine statische Klasse gelöst, damit man es besser lesen kann. Denn die Namen für diese jeweiligen Aktualisierungsstrategien sind ja doch relativ lang. Und ich habe hier einfach eine statische Klasse gemacht, die bloß statische Read-Only-Felder enthält. Für die legendäre Strategie, die Standardstrategie, die besser werden, verzaubert und so weiter. Und durch diese Abkürzung hier ist dann der Code im Composition Route auch etwas besser lesbar, weil man hier jetzt eben über diese mehr oder weniger Singletons hier die entsprechende Strategie an den Artikel, den man gerade erstellt, weitergibt. Okay, also ich habe hier eben gesagt, es ist ein Standardartikel, das ist ein Nahrungsmittelartikel, aber es ist letztendlich nichts anderes dahinter, als dass ich hier eine Singleton-Instanz dieser jeweiligen Strategie an die entsprechenden Konstruktoraufruf übergebe. Hier ist absolut nichts Besonderes drin, das kennen wir bereits. Hier wird es dann interessant. Hier habe ich dann eben in Schleifen so viele Artikel wie jeweils nötig erstellt. Also wir sollten ja insgesamt 7-mal die gepanzerte Rüstung erstellen. Und hier habe ich dann eben gesagt, das ist ein Kleidungsstück oder ein Standardartikel ist. Und hier heißt das Ding in gepanzerte Rüstung, hat Qualität von so und so und Haltbarkeit von so und so. Und dann habe ich eben dieses Pattern hier angewendet. Das ist einfach bloß der Fragezeichen Doppelpunkt-Operator, den ich hier konkateniert habe. Ich frage eben, bin ich gerade in Iteration 0 oder 1 dieser Vorschleife? Wenn das der Fall ist, dann nimm bitte Kleidergröße M. Ansonsten guck mal, ob du in Iteration 3 bis 5 bist. Entschuldigung, 2 bis 5 bist. Dann nimm Kleidergröße L, ansonsten eben XL. Und genau das bildet mir eben ab, dass ich hier 2 mal Größe M erstellen soll, 4 mal Größe L und 1 mal die Größe XL. Genau. Und über genau dieses gleiche Pattern habe ich dann eben hier das auch mit der Größe bei der Weste des tückischen Diebs gelöst. Hier habe ich das auch nochmal angewendet für die Mana-Elixiere oder Mana-Tränke, besser gesagt. Dass ich hier einfach jeweils gucke, in welcher Iteration der Vorschleife bin ich denn, um dann die Größe hier dementsprechend zu bestimmen. Also es ist immer das gleiche Pattern, was dann letztendlich hier dahinter steckt. Genau, und so habe ich dann eben die ganzen Artikel, die hier jetzt in diesem Text vorgegeben sind, zur Artikel-Collection hinzugefügt. Und am Ende erstelle ich dann einfach eine Instanz von Programm und setze die Artikel hier rein. Und damit geht dann das Programm wie gewohnt weiter. Das war jetzt mehr oder weniger der Composition Route. Wichtig ist einfach, ich kann jetzt hier einem beliebigen Artikel sagen, wie er sich verhalten soll, eben wie ein Standardartikel besser wäre oder so weiter, indem ich ihm einfach die entsprechende Strategie rein injiziere über Dependency Injection. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür für Favor Composition over Inheritance. Unsere Vererbungshierarchie wäre riesig groß geworden, wenn wir das alles so abgebildet hätten, wie wir das hier machen können. Und so haben wir eben deutlich weniger Klassen, nur 10 Stück insgesamt im Vergleich zu den 25.
die wir da sonst hätten, wenn wir Vererbung eingesetzt haben. Und so ist das Ganze auch meines Erachtens ziemlich gut lesbar. Gut, dann kommen wir zur Artikelausgabe. Hier hat sich gar nicht so viel geändert. Wir hatten ja vorher schon diese Gruppierung hier über Link erstellt. Ich habe die prozedurale Variante auch rausgenommen, weil ich die für nicht sinnvoll halte, weil Link viel besser lesbar ist. Wir haben hier eben die legendären Artikel rausgefiltert. Das ist das Einzige, was ich hier an dieser Abfrage geändert habe. Wir haben hier ja vorher über den is-Operator nachgeschaut, ist dieser Artikel eine Ableitung von legendärer Artikel? Und genau diese Klasse haben wir ja rausgeschmissen, deswegen habe ich hier einfach den Artikeltyp hier nochmal zur Artikelklasse hinzugefügt. Und das ist nichts anderes als eine Read-Only-Property, die eben die Strategie zurückgibt. Und hier kann ich dann eben überprüfen, ob die Strategie, die dahinter steckt, eben die legendäre Strategie ist. Mehr ist es nicht. Gut, dann haben wir natürlich hier sortiert nach dem Namen, dann haben wir das Ganze gruppiert nach der Artikelgruppe und dann haben wir innerhalb dieser Gruppierung dann nochmal hier mit diesem Gruppenvergleicher, der iComparer implementiert, hier nochmal erst die Waffen, dann die Kleidung, dann die Elixiere, dann die Lebensmittel, dann die anderen Dinge. Das haben wir einfach über diesen Mini-Algorithmus hier unten gemacht. Gut, also wir haben jetzt sozusagen die verschiedenen Artikel in der richtigen Kategorie. Wir haben jetzt aber natürlich bei den Waffen beispielsweise fünfmal den Silberstich drin. Und wir möchten ja natürlich dahin kommen, ich zeige jetzt einfach vielleicht auch mal das fertige Programm. Das sieht jetzt so aus, dass wir hier, wenn ich jetzt mal hochscrolle, haben wir hier jetzt diese Waffen. Und hier wird eben sensationeller alter Bogen angezeigt. Den haben wir natürlich nur einmal. Und hier haben wir Silberstich. Hier steht dann einfach fünfmal darunter. Was wir aber eigentlich in dieser Collection haben, sind fünf Waffenobjekte, die eben den Silberstich repräsentieren. Ja, wie kann man das ändern? Hier habe ich eigentlich bloß diese Punkte ausgetauscht. Und zwar, ich habe alle Artikel innerhalb einer Kategorie, also nehmen wir mal tatsächlich an, wir sind tatsächlich in Waffen, dann habe ich eben all diese Sachen nochmal nach der Artikelbeschreibung kategorisiert oder gruppiert. Das heißt, wenn mehrere Artikel die gleiche Artikelbeschreibung haben, was ja beim Silberstich jetzt beispielsweise fünfmal zutrifft, dann werden die zusammen in eine Gruppe gesteckt und die Artikelbeschreibung selbst ist der Key für diese Gruppe. Ja, das sagt es hier ganz einfach bloß das aus, dass ich alle Elemente in dieser einen Gruppe, das jetzt zum Beispiel Waffen sein könnten, die kopiere ich nochmal nach der Artikelbeschreibung. So, dann gebe ich diese Artikelbeschreibung aus. Das ist nämlich dann der Key, der auch zurückkommt. Und dann gucke ich nach, habe ich in dieser Gruppe mehr als ein Element drin? Wenn das der Fall ist, dann gebe ich noch aus, wie viele Elemente ich denn hier habe. Und wenn wir uns das nochmal im Resultat anschauen, dann sieht man das jetzt hier einfach nach diesem Muster. Ich habe hier jetzt zum Beispiel die Elixiere, da hatte ich ja Mana-Tränke in verschiedenen Größen. Und die Artikelbeschreibung ist ja im Prinzip dieser komplette String hier. Also dass wir den Namen ausgeben, die Qualität, die Haltbarkeit und dann eben die artikelspezifischen Sachen. Beim Elixier ist das eben bloß die Größe. Die Artikelbeschreibung ist für alle diese 10 Mana-Trankobjekte mit 200 Millilitern gleich. Das ist derselbe String, der dann dahinter steckt. Und deswegen greift hier eben genau diese Unterscheidung, also eigentlich die hier innen drin. Bitte guck doch mal, welche Artikel dieselbe Artikelbeschreibung haben. Und wenn ja, dann gebe ich das hier so aus. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was noch zu dieser Aufgabe von Übung 11 gehört hat. Wenn Sie Fragen haben, natürlich gerne an mich per Mail. Ich hoffe, Sie haben jetzt auch ein etwas größeres Beispiel gesehen und sehen auch hier, dass sich die Artikel richtig aktualisieren. Wir haben eben bloß das Problem, dass es jetzt deutlich flackert, weil wir doch einige Artikel hier drauf haben.
Aber vielleicht wäre es jetzt auch mal tatsächlich Zeit, dass wir uns nicht der Konsole als Oberfläche bedienen, sondern, was weiß ich, eine WPF-Applikation oder eine Website draus machen. Und Sie können natürlich diesen Code gerne nehmen, um diesen Shop zur vergoldeten Rose vielleicht etwas auszubauen für Ihr eigenes Training. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!